Assalamu alaikum und alaikum salam, meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Wakayashi, und wir haben heute den 24.12.2020 und wir machen zusammen ein Box-Opening. Samina mina, ee, waka waka ee, samina mina, sankaleva, it's time for Wakayashi. Heute ist Weihnachten und ich selber feiere jetzt keine Weihnachten. Ich habe keine Geschenke bekommen im Real Life. Traurig, traurig. Aber egal, dafür beschere ich mich selber im Spiel Black Desert Online mit ein paar extra klassen, heftigen Boxen. Insgesamt haben wir 41 Shakato Boxen und 35 Welts Herz Boxen. Wer den Inhalt kennt, weiß, was für Content hier vor uns liegt. Und wir sind wieder live auf twitch.tv/wakayashi. Und wir haben mit der Community gewettet. Wir haben mit der Community gewettet, wie viele Sachen wir da rausziehen und so weiter und so fort. Aber bevor wir loslegen, darf natürlich nicht unser RNG-Hut fehlen, ne? Für extra 10% RNG. Und für ein Abonnement hier auf YouTube oder ein Like gibt es ebenfalls nochmal extra RNG für euch. Fangen wir an. Wir drücken erstmal einfach durch. Also keine Ahnung. Erstmal haben wir hier so eine seltene Shakato-Box. Da ist jetzt nicht so heftiger Loot drin. Die öffnen wir einfach mal zu Opferzwecken, ja? Wie bei Bayram. So, Urban. Musst du Urban Kelle Kesmek Japman lassen, weißt du? Okay. Der hat sich schon mal nicht gefreut. Dementsprechend wird da auch nichts Heftiges drin sein. Denn es ist da nur ein Schwarzstein. 20 Schwarzsteine drin. Ja, moin. 20 Schwarzsteine. Dann 18 luxuriöse Shakato-Kisten. Da kann halt 25 Memfrex drin sein, 6 Schafe oder 12 Harte und dann ansonsten Schmuck. Schmuck in Base, Mon, Tri oder Tet. Öffnen wir sie jetzt mal durch. Wir öffnen jetzt einfach mal irgendwie ein, zwei so nach Lust und Laune. Also ich würde mal sagen, so ein Tet-Oger würde ich jetzt nicht nein sagen. Der hat sich nicht gefreut, also sind es wahrscheinlich Memfrex. Oh, da sind auch noch, wie wir sehen, Alchemie-Steine. Ich öffne mal jetzt einmal 25. Hat sich wieder nicht gefreut. Wieder Memfrex. Haben wir 50 Memfrex. Können wir jetzt mal hier was Heftiges ziehen? Ich habe noch nie, ehrlich gesagt, Tet-Schmuck gezogen. Einmal habe ich einen Trinack gezogen, aber sonst immer nur Base oder Mon. Maximal! Ach, da würde da oben direkt was stehen, wenn ich da Schmuck ziehen würde. Das sind harte. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, bitte nicht. Sag mal eine Zahl jetzt hier. 12. Nimm mir die 12 mal. Komm, nimm mir die 12. Hören wir mal einmal auf die Community und nimm mir die 12. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 und 12. Da hast du deine 12 Momentfrax, ne? In diesem Sinne auch nochmal frohe Weihnachten an alle da draußen, die hier zuschauen auf twitch.tv/wakayashi und auch in dem Video später auf YouTube. Memfrex, jetzt haben wir schon 100 Memfrex, 4-mal Memfrex, einmal harte und Schmuck! Tungrad Ohrring, Base, natürlich ist es ein Base, Tungrad Ohrring, Base. Wer hätte es denn anders gedacht? Da kommt ja auch nur Base oder Memfrex raus. Ja, na wollo, 5 Stück schon und der nächste wieder 25 Memfrex. Ja, Götze Memmel, sorry, Bundare. Aber der zeigt keinen Schmuck an. Wenn er Schmuck haben würde, würde er oben direkt sagen, hier hast du Schmuck gedroppt und bam. Aber nee, es ist kein Ted Tungrad Belt, es ist einfach nur Nummer 12 Harte. Da er sich nicht freut, wieder schon wieder 18. Digga, kann man da auch was anderes droppen? Jetzt langsam kriege ich echt mal hier schlechte Laune. Digga, das gibt's doch nicht. Jetzt schon 200 Memfrex, Mann. Das kann doch nicht sein. Können wir jetzt mal was Heftiges ziehen hier, Habibi? Noch ein Tungrad Ohrring. Natürlich, wir brauchen ja 2 Tungrad Ohrringe, um sie auf Mon zu schrotten. Ja, natürlich ist es wieder ein Base. Natürlich ist es ein Base. Natürlich, was denn auch sonst? Ne? Niemand gönnt mir. Eins in den Chat, wenn ihr gönnt, Leute. Eins in den Chat, wenn ihr gönnt. Macht mal eins in den Chat. Schon wieder Memfrag. Ja, wegen der Kurdo-Null hier. Eindeutig zu wenig Einsen hier. Schon wieder Memfrags hier. Oh, ein Pri-Tungrad-Halskette. Das nehme ich natürlich gerne an. Oh, guck, und schon, ihr müsst mehr gönnen, Leute, mehr gönnen. Aber das ist schon ein bisschen schwach. Haben noch 4 normale Shakato-Kisten, kann man sagen, einfach mal 3, 2, 1, auf 27 los, den nächsten. Memfrex und jetzt auf 27. Ah, Götchen Megirde. Memfrex. Letzte Shakato-Box. Letzte billige Shakato-Box. Oder war das die letzte? Ich habe, glaube ich, warte mal. Ne, ich habe noch 2. Okay, wir machen eine sofort auf und die andere machen wir bei
Bei wie viel? iPlay sagt 3. Die öffnen wir jetzt so. Schafe, Schmutz. Und jetzt bei 3 iPlay. Jetzt bei 3. Hatte. Das waren jetzt 2 Tungrad Ohrringe Base und ein Tungrad Necklace auf Pri. Zweimal harte, einmal scharfe, Rest Memphrex. Also keine Ahnung, ich sag jetzt nicht, ich bin jetzt nicht unglücklich über die Memphrex, aber hey komm, so ein Ted Ogre mal zwischendurch hätte doch mal schon sein können, oder nicht? Ein Ted Ogre so zwischendurch mal so, mal ganz schnell, schnelle Welle, mal abgreifen, man einmal so carried sein und ein Basi Belt auf Base, Digga, kann ich mir auch direkt in den Arsch schieben. Gut, aber egal, immerhin Schmuck. Wobei, ich glaube, 25 Memphrex sind gerade mehr wert als ein Basi-Belt. Also doch wieder Schmutz. Los geht's. Nächste Shakato, luxuriöse Shakato-Box 2. Was ist da anders? Diesmal haben wir maximal 30 Memphrex drin. 10 scharfe, 20 harte und dann wieder Base-Schmuck, Mon-Schmuck, Tri-Schmuck, Ted-Schmuck. Da sehe ich auch noch wieder Alchemiesteine und da ist sogar ein 100er Fail-Stack mit drin. 100er Fail-Stack ist ebenfalls mit drin. Also 8 Stück öffnen wir jetzt nochmal so. Immer ganz schnell hier. Nimmt mal eine Zahl jetzt hier, Leute. Kommt. Nehmen wir die 5, Benny. Nehmen wir die 5. 5 ist meine Lieblingszahl tatsächlich. Nehmen wir die 5. Ich bin auf die Welt gespannt. Das ist Pikachu, oder? Ne, das ist der Hund, der Dogo. 10, 9, 8, 7, 6. Bismillah. Danke, Benny. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank dafür, für die. Danke. Danke dafür. 24, Lord LeBrains. 24, nimm die 24. 26, 25 und die 24. Memphrex, schon wieder 30 Stück. Nimm wir die 7. Bonbong, Pivalowski sind sich einig. Es ist die 7. Die 7, Leute. Sogar Kano schließt sich nochmal an. Die 7 ist es. Ich sag auch 7 für Ted Schmuck. 7 für Ted Schmuck. Und selbst wenn es ein Nack ist, 7 für Ted Schmuck. Heide. Tungrad Ohrring auf Base. Auf Base vermutlich. Oh, Digga, so eine Ted Necklace. Boah, Bruder, ich würde so kotzen. 24, weil heute der 24. ist. Ja, da doch nicht. Also, da ist natürlich nicht so geil. Wir haben jetzt hier natürlich wieder nur Memphrex. Memphrex. 29 geht nicht. Nimm die 20. Distiano, nimm die 20. Komm, 20 ist auch eine gute Zahl. 25, 24, 23, 22, 21. Why am I not? Gottemann, gib doch mal jetzt was Heftiges. Gib doch mal was Heftiges. Schon wieder einfach Memphrex, Digga. Tusch, Summe, Bruder Jam, Digga. 21. Nimm die 21. Nimm die 21. Nimm die 21 jetzt. Die 21. Nimm die 21 jetzt. Und Abfahrt. 21 kann auch rausgehen. Nach Hause. Geh nach Hause, bitte. Junge, geh nach Hause. Hades. 18. Hades sagt 18. Hades sagt 18. 18. 18. No prison. No illegal. 18 ist legal. Also 20, 19 und die 18. Schon wieder Memphrex. Schon wieder Memphrex. Was soll das denn sein hier? Noch eine von den Kisten. Noch eine. Nimm mir die 16. Okataya, nimm mir die 16. Digga, das kann doch nicht sein, Mann. Digga, immer diese Bonobos, die mein Stream gegangen sind. Papa, ich habe ein Tree das gezogen. Ja, da ziehe ich Memphrex in Tree. Da hast du es. Wieder Memphrex, Mann. Schmutz. Guck dir das mal an, die Ausbeute hier. Egal. 5 Kisten Shakatus Mysterienkiste. Mysterious Kiste. Diesmal gibt es hier ganz billig, ganz unten, 50 bis 100 Urgeistaub, 25 Memphrex, 20 harte, 10 scharfe und dann 40er Rad von Vikes. Und dann gibt es Manoschmuck Base, Manoschmuck Mon, dann Tri-Tet und es gibt auch sogar Tungrad und so einen Scheiß. Also okay, interessant. Ich würde mal sagen, Hella? Die erste sage ich nach Bauchgefühl, 25. Och nee, das sind harte. Noch schlimmer wären scharfe. Nein! Das ist Schmutz, Mann. Das ist Schmutz. Eine 17. 17 vor Ted. 17 vor Ted hatte. Dann vertraue ich dir mal. 17 vor Ted. Okay, 17 vor Ted. Nein! Das ist Urgeistaub. Ich spüre es. Urgeistaub. Oh Gott, ich hätte lieber die Memphrex gehabt. Oh mein Gott, wie viele? Wie viele waren das? 88. Ach du Scheiße, Digga. Der junge Adolf ist mit uns. Hade, Leute. Nennt man eine richtige Zahl, Olum? Nennt man nicht so eine Allmannzahl? Olum. Schon wieder 5? 5 können wir nicht schon wieder nehmen, Mann.
8! Komm, nimm mir, um den Sack voll zu machen, nochmal eine 8 hier. Nimm mir nochmal eine 8 hier. Nimm mir nochmal eine 8. Komm, 12, 11, 10, 9. Ja, Siki, Mama, na. Ach, RNG ist weggeflogen. Guck, RNG ist weg, Leute. RNG not detected. 88 minus 139. Urgeiststaub bekommen. 1, 1, nee, 1 nicht. 1 will ich nicht. Exile sagt 17, 17 hatten wir eben schon. 17, nimm wir jetzt, komm, nochmal die 17, 18, 19, 18 und ja, Digga, das ist halt Schmutz, das ist halt Schmutz, das ist halt Schmutz. Eine letzte Kiste, wieder Urgeiststaub, ich krieg die Krise. Scrim 14, 18, 17, 16, 15 und die 14. Ja, toll, 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 sauber, sehr schön. Aus 5 Kisten haben wir was gezogen? 10 Schafe, also einmal Schafe und dann Rest nur Urgeiststaub. Ja, wer hatte da Glück? Kann man jemand mal sagen, was er da gezogen hat? Was habt ihr aus dieser Kiste gezogen, Mann? Hat jemand mal Ted Schmuck aus diesen Kisten gesehen? Egal, wir haben noch 9 Stück. 9 Stück haben wir noch. Besitztümer eines Abenteurers zähle ich mal mit als Shakatu. Sind halt Belongings, ist halt derselbe Loot, ne? Ne, nur Tri, okay? Urgeiststaub immer. Gut, da bin ich auch. Same me. Tri Manos. Ted Manos ist gelogen, das weiß ich schon auf jeden Fall, auf Blick. Das ist never möglich. Also, Besitztümer eines Abenteurers hat den gleichen Loot-Table wie normale Shakato-Box, außer keine harten, scharfen Memfrags. Also wirklich direkt Schmuck, Base, Mon, die sogar dieses Mal und Tri und Ted. Los geht's, 4 Stück, Heide Yalla. Diese werde ich komplett selber callen. Ich vertraue euch gerade nicht, Leute. Ihr habt mir nichts gegönnt, Mann. Ihr habt mir nichts gegönnt. Ich mache jetzt 1 auf 20 auf. Ich mache einen auf 15 auf. Das war ein dreckiger Crescent auf Base. Einen auf 15. 15. 15 ist es. 15 ist gut. 15 ist eine gute Zahl. 16 und... Auge der Ruine ist schon mal besser als Crescent. Auge der Ruine ist schon mal besser als ein Crescent. Aber es ist ein dreckiger Base, also ist er auch Schmutz. Was nehmen wir jetzt? Was nehmen wir jetzt? 23 ist die goldene Zahl. Trust! 23 ist die goldene Zahl, Trust, und da haben wir den Base Layton. Den Base Layton, mein Freund, da hast du recht, da hast du absolut recht. Können wir dem Dane mal ein paar Wacker-Coins geben, Leute? Huh? Cauldron, tell me one number. Come on. One number. Cauldron, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 9? Okay, 9. 13, 12, 11, 10. Cauldron, that's for you. Okay. Okay. Eye of the Rune Ring. You can stay. Ooh, Cauldron! Pork you! True! Wow! Pry! Cauldron! Not bad! Not bad, my friend. Shakatus glänzende Kiste in Klammern Arbeit. 2 Stück. Memfrex, Kafras, magische Schwarzjuwele konzentrierte. Start von Vikes, T9-Mats, Manos, Base, Mon, Tri, Ted. Yalla. Okay, raus mit dir. 22? Raus mit dir. Raus! Memfrex Olum! LeWulfi, 12. Okay, 12. Let's go for 12. Okay, let's go for 12. It's your call. It's your call. 12. 12. LeWulfi. 12. 15. 14. 13. 12. Okay. Ciao. Ciao! Schau mal anräumen, Digga. Wieso Memfrex schon wieder? Ich mach die selber auf jetzt. 3 mal. Was haben wir hier? Shakato glänzende Kiste. Kampf. 30 Krons, 15 Harte, 10 Schafe, Falks Cry. Und dann Schmuck von Base, Mon, Tri, Ted. Heide. Und Memfrex und sogar noch. Ja, das war's. Keine Archisteine. Geht's jetzt zu 90 Kronz? Okay, mal gucken. 10 ist gut, alles klar. Dann haben wir 10. 10 haben wir die 10. 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12. Also, das war jetzt bis jetzt keine schöne Bescherung, Leute. Und die 10.
Eine Tungrat-Halskette Base. Ist immer besser, immerhin besser als alles andere, Digga. Ganz ehrlich, ist immer. Also nicht besser als alles andere, aber ist schon mal sehr gut. Ist schon mal ganz weit oben. Also erstmal Ehre, ne, Neo? Ne? Danke. Spam dreimal. Nimm mal die 4, weil Ted. 4, weil Ted? Das macht Sinn. Nimm mir einmal die 4. Das sind jetzt sowieso die letzten zwei Boxen, die so im Roulette gehen. Die Weltsboxen machen wir instant auf und dann schauen wir mal, was da so kommt. Ne? Also die 4 für Pipalowski. 8, 7, 6, 5. Pipalowski, du bist VIP, ne? Können wir den Pipalowski den VIP wegnehmen? Den VIP-Status mal bitte wegnehmen? Ganz schnell. Da hast du sogar Weltsherz drin, Ollum! Hatte den letzten bei 1. Ich bin dabei. Den letzten bei 1. Komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und kurz vor. Bei 0. Ja, geil. 60 Cronstones. Geil. Okay. Danke für nix, Leute. Danke für nix! So, wieso haben wir zwei verschiedene Weltsboxen? Naja, das Ding hier ist aus dem Event. Doppelte Loot-Chance auf Weltsherz. Wir fangen mit den linken an. 33 normale, 2 Event. Schnappatmungen treten ein. Bitte, ich brauche ein Welts. Nur nochmal zur Erklärung, Leute. Wir haben insgesamt 35 Weltsherzen. Die Chance, eine konzentrierte Magie zu ziehen, liegt bei 1,5%. Und die Chance auf 0 Weltsherzen bei 35 Boxen liegt bei 58,92%. Die Chance auf 1 Weltsherz liegt bei 31,4%. Die Chance auf 2 Weltsherzen liegt bei 8,13%. Die Chance auf 3 Weltsherzen liegt bei 1,36%. Die Chance auf 4 Weltsherzen liegt bei 0,17%. Und die Chance bei 5, auf 5 Weltsherzen liegt bei 0,02%. Nichts! Grüne Perelle Koralle! Nichts! Nichts! Blaue Koralle der Morgendämmerung! Nichts! Allem nichts! Schon wieder nichts! Digga, Allem! Was ist das für ein Loot-Table aus diesen scheiß Boxen? Nichts, es kommt einfach nichts! Das waren schon die ersten 10! Das geht ja schneller als beim Puff! Was? Wacker, schneid das raus! Schon wieder nichts! Nichts! Schon wieder nichts! Digga, es kommt nichts! Wo sind die Weltskisten? Wo sind die Welts? Digga, schon wieder nichts! Es ist einfach nichts drin! Digga, da ist nichts! Wir haben nur noch 18 von den normalen! Nein, Olum, nein! Ich brauche Sachen! Ich muss Sachen haben, Mann! Digga, wir haben noch 16, Leute! Hört mal auf, Auge zu machen, Leute. Gönnt mal ja. Gönnt mal am Nachräumen ja. 15 Stück nur noch. Ha! 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 Wo ist mein Nachräumen? Was liegt da? Jauschach! Olm, da kommt nichts raus, Mann. Mal Jock, Digga. Wir haben noch 7. Wir haben noch 9 insgesamt. Das ist halt lost. Digga, das sind echt keine Weihnachten, Mann. Für Türken gibt's keine Weihnachten, Mann. Nur noch 6 plus 2. 5 plus 2. 4 plus 2. Wir haben in dieser Grape-Season, ja. Wir haben in dieser Sochtum, ja. Sie sind getötet, Sochtum, ja. Meine Dion Bunde, ja. Er freut sich wie so ein Hurensohn.
Ja, nur noch 4. 2 plus 2. Ja, 1 plus 2. Heftig. Heftig. 33 Kisten, kein einziges Well. Die letzten zwei Event-Wells-Belohnungen hatte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da und ein Like und lasst auch euch nochmal blicken auf twitch.tv/wakayashi. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Viel Erfolg noch, frohe Weihnachten. Ich küsse eure Herzen. Trotzdem danke, dass ihr da zugeschaut habt.